Monddusche von Kati Bonet. Manche Menschen gehen jeden Morgen duschen. Sie stehen auf, ziehen sich aus, legen jedes einzelne Kleidungsstück sorgsam gefaltet auf einen Stuhl. Sie stellen sich nackt unter die Dusche, schäumen sich ein, bis alles weiß ist. Sie waschen sich rein. Sie waschen alles Alte ab. Sie beginnen wohlriechend einen neuen Tag, frisch und geduscht, mit Wasser, Seife und Rasierschaum. Danach ziehen sie sich wieder an und verlassen ihr Haus. Ich mache das nicht. Ich dusche nachts. Einmal im Monat. Ich stehe auf, ziehe mich an, meine schönsten Kleider. Manchmal setze ich eine Mütze auf. Ich ziehe meine Schuhe an, schnüre sie gut zu, gehe hinaus und stelle mich unter den Mond. Ich muss nicht vorbereitet sein. Sein Licht erreicht mich, immer. Bis ins Innerste. Alle dunklen Gedanken, aller Ärger, alles Übel werden aus mir herausgewaschen. Sein Schein erreicht jeden noch so kleinen Winkel. Ich werde gereinigt, erneuert und mit der Kraft und Intensität seines Daseins aufgeladen. Lässt er mich wieder gehen, ziehe ich alles wieder aus und lege mich zu seinen Füßen in mein Bett und schlafe.